herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Ostwege. Mein Name ist Enrico Komning, ich komme aus dem wunderschönen Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern, bin dort Rechtsanwalt und derzeit Bundestagsabgeordneter der Alternative für Deutschland. Wir wollen ab jetzt in einer gewissen Regelmäßigkeit ein für Deutschland besonderes Phänomen beleuchten, nämlich die nach 40 Jahren deutscher Teilung und 32 Jahre deutscher Einheit immer noch bestehenden Unterschiede, die in den für mich unschönen Begriffen Ossi und Wessi münden. Wir wollen das tun, indem wir unsere eigenen Geschichten erzählen. Welche politischen Entwicklungen und Verwerfungen können wir beobachten? Wie ist die Bilanz nach 32 Jahren Wiedervereinigung? Kann die AfD möglicherweise ein Versöhnungsprojekt zwischen Ost und West sein? Was sind die Geschichten hinter unseren Ostpolitikern? Was hat sie bewegt und wie wurden sie politisiert? Wir wollen aber auch den Blick von außen auf uns beleuchten, Menschen aus dem Westen zu Wort kommen lassen, wie sie uns sehen, wie sie sich unterscheiden. Natürlich soll es auch um Politik gehen, um Politiker und die Menschen dahinter, hoffentlich auch mit dem ein oder anderen Augenzwinkern. Also fangen wir an und sprechen wir darüber. Also, liebe Zuhörer, fangen wir einfach an. Ich habe heute in meinem ersten Podcast zu Gast Leif-Erik Holm. Leif-Erik Holm ist der Landessprecher der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der Bundestagsfraktion in Berlin und wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Ja, Leif, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ja. Wir haben, glaube ich, nicht nur die letzten 3 Jahre gemeinsam an einem politischen Strang gezogen, sondern sogar in die gleiche Richtung. Sogar in die gleiche Richtung, ja, richtig. Sondern uns eint natürlich auch ein Stück weit der gemeinsame Lebensweg. Wir sind beide im Osten geboren, wir sind beide im Osten, sogar im Nordosten aufgewachsen. Wir sind dort zur Schule gegangen, haben gelernt, haben unsere Ausbildung gemacht, haben Familien dort gegründet, haben also auch mehr oder weniger dieselben Sozialisierungsverläufe und wir kämpfen hier beide zusammen an einer Front. Und da ist es natürlich interessant, wie kommt man eigentlich dazu? Was waren die ersten Momente in der Jugend des frühen Erwachsenenlebens? Wo ist man mit Politik als erstes in Berührung gekommen? Also vielleicht die konkrete Frage an dich, wie wird man ein politisch denkender Mensch? Wie bist du ein politisch denkender Mensch geworden? Uiuiui, das geht ja aber gleich richtig ordentlich los hier. Ja, ich würde erstmal guten Tag sagen oder Gaudendach, wie wir auch sagen, im Norden. Das ist vielleicht das Wichtigste, was man auch mal sagen muss, vielen, die uns vielleicht jetzt im Westen hören. Die Ossis sprechen nicht alle Sächsisch. Das ist gar nicht so. Es gibt nämlich die im Norden leben, die tatsächlich sogar platschnacken so ein bisschen. Ja, und dennoch müssen wir sagen, natürlich, der Osten hat eine andere Sozialisation von der Ostsee bis zum Erzgebirge, weil wir eben diese 40 Jahre Teilung haben. Und da hat sich natürlich etwas verändert. Wir haben in zwei völlig unterschiedlichen Systemen leben müssen. Und das hat sich natürlich auch fortgepflanzt. So wurden wir von unseren Eltern natürlich auch beeinflusst, auch wenn wir das Glück hatten, auch wenn du jetzt ja ein paar Jahre älter bist als ich. Wir sind ja im Prinzip in jungen Jahren dann in den Westen gekommen mit der Wende. Glücklicherweise uns hat sich plötzlich ein ganz neuer Horizont ergeben. Wir haben alle Möglichkeiten offen gehabt, was unsere Eltern eben nicht hatten. Die hatten nur diese in der muckeligen DDR, wo man sich einrichten konnte, wo man aber eben auch Probleme mit dem SED-Regime haben konnte. Und das haben wir relativ früh gemerkt, auch in der Schule, dass man da höllisch aufpassen musste, was man sagt, weil da konnte man schnell in Fettnäpfchen treten. Und da war man natürlich gleich sensibilisiert. Ich weiß noch, dass mir eingebläut wurde von meinen Eltern, pass auf, wenn die euch fragen, und das soll wohl vorgekommen sein in den Schulen, welche
Uhr bei der Nachrichtensendung eingeblendet wird im Fernsehen, ob das eine analoge oder eine digitale Uhr ist, das war so eine Fangfrage, die wohl üblich gewesen sein soll. Die ist mir nie gestellt worden, aber meine Eltern haben gesagt, pass auf, dann sag bitte, dass das digitale Uhr ist. Das war die von der aktuellen Kamera. Gesehen haben wir real immer die mit der analogen Uhr, das war die Tagesschau. Weil das andere konnte man ja nicht ertragen. Also wir sind eigentlich mit Politik aufgewachsen. Es war sowieso eine andere Zeit. Man muss sich das ja vorstellen, der Osten hat immer sehnsuchtsvoll nach Westen geschaut, hat die deutsche Einheit herbeigesehnt, weil der Wohlstand natürlich viel geringer war, schon dadurch, dass die Reparationen, die Russen haben ja praktisch alles abgebaut im Osten und mitgenommen, sodass wir es ganz schwer hatten, auch im Osten wieder auf die Beine zu kommen, während im Westen der Marshallplan dann gefruchtet hat. Und von daher haben wir wirklich immer sehnsüchtig nach Westen geschaut. Wir kamen ja auch nicht über die Mauer hinweg. Ich weiß noch, dass ich in der Schule immer mit dem Zirkel im Atlas immer geguckt habe, wie viele Kilometer das nach Hamburg sind. Und es sind 100 Kilometer, ich komme da nicht rüber. Lübeck war nur 60 Kilometer von Schwerin aus. Das waren so die Anfänge, dass man es verfolgt hat. Ich habe auch Nachrichten immer früh mitgesehen, schon als Kind auch. Mein Opa hat dann unterwegs, der war Lehrer. Ich bin mit meinem Opa mal zur Schule gefahren und abends zurück, nachmittags zurückgefahren. Und oft haben wir dann auf dem Heimweg Bundestagsdebatten gehört. Es waren nur 10 Minuten, aber es war immer eindrücklich, auf Mittelwelle dann irgendwie die alten Schlachten zu hören mit Wehner und Brandt war, glaube ich, auch noch dabei und natürlich Kanzler Schmidt, die sich dann gefetzt haben im Bundestag, wo richtig Tacheles geredet wurde. Das hat mich natürlich geprägt damals. Ja, du hast die Wiedervereinigung angesprochen, du hast die Nähe eures Zuhauses zum Westen angesprochen. Ich selbst bin ja in der Gegend von Pasewalk, um Pasewalk groß geworden. Die ganz andere Ecke von Mecklenburg-Vorpommern. Genau, ganz im Osten Mecklenburg-Vorpommern. Kurz vor Polen. Im Land der drei Meere, ein Waldmeer, ein Sandmeer und dann gar nichts mehr. Bei uns gab es auch keinen Westempfang und wenn du von dem Zirkel sprachst, den hätte man bei uns tatsächlich hätte man eine Grätsche machen müssen, um in den Westen zu kommen. Aber auch dort gab es tatsächlich die Wiedervereinigung. Also auch dort ist sie hingekommen. Man sagt ja eigentlich, in Mecklenburg kommt immer alles erst 100 Jahre später an. Gut, nun liegt Pasewalk in Pommern, aber viel weiter vorne ist man dort auch in der Vergangenheit jedenfalls nicht gewesen. Aber die Wiedervereinigung ist auch dort angekommen. Und ich war zum damaligen Zeitpunkt schon Vater einer Tochter und ja, das war für uns natürlich auch eine Herausforderung. Es gab Brüche bei der Ausbildung. Ich war zu der Zeit gerade mitten im Wehrdienst, der wurde dann sozusagen abgebrochen. Meine Frau musste sich damals beruflich umorientieren. Also die Wiedervereinigung hat, wie gesagt, ja auch letztlich gerade bei uns, die wir in Ost- und Mitteldeutschland gelebt haben, auch Brüche im Familienleben, in der Sozialisierung mit sich gebracht. Und da wäre meine Frage an dich, wie hast du die Wiedervereinigung wahrgenommen? Also für mich war es, ich war zum damaligen Zeitpunkt noch relativ unpolitisch, muss ich sagen. War das aber schon irgendwie ein Stück weit eine Befreiung. Also ich habe mich doch, obwohl ich mich in der DDR damals nicht so wirklich sehr eingesperrt gefühlt habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil sich um junge Familien auch wirklich gekümmert wurde und wir waren damals schon eine junge Familie, empfand ich trotzdem die Wiedervereinigung als sehr, sehr abenteuerreich für mich sozusagen. Also ich bin dann erstmalig in West-Berlin hier über die Grenze und es war tatsächlich, als ob man auf einem völlig anderen Planet war. Es war alles sauber, es war alles ordentlich. Die Gerüche in den Supermärkten war was ganz anderes als bei uns. Wie hast du die Wiedervereinigung wahrgenommen? Warst du zum Beispiel einer mit derjenigen, die mit auf die Straße gegangen sind? Ja, allerdings war es bei mir auch so ein bisschen ambivalent, also weil man nicht wusste, was kommt. Also wir wussten ja nicht, wie der Westen tickt, weil wir gar nicht rüber konnten vorher und hatten so ein bisschen, bei mir war es so, ich hab tatsächlich über das Phänomen nachgedacht, kann es sein, dass jetzt alle bei uns arbeitslos werden, weil im Westen gibt es ja so viel Arbeitslosigkeit, das wurde uns ja auch immer so suggeriert, dass es ein ganz großes Problem sei im Westen. Hat sich ja später herausgestellt, dass es jetzt so extrem dann auch nicht war.
Aber es ist ja tatsächlich dann auch so gekommen, und du hast das ja schon angesprochen, dass unsere Elterngeneration in erster Linie diese schweren Brüche hatte, also noch im Arbeitsleben stehend, sozusagen den Job zu verlieren. Meine Mutter hatte einen Job verloren, Kinderkrankenschwester in der Poliklinik, musste dann mehrmals wechseln, ist wieder reingekommen zum Glück. Mein Vater konnte gleich wechseln, aber sie mussten sich umorientieren, und das ist natürlich dann auch schon immer schwer. Ja, wie habe ich selbst erlebt? Ich war ja 19, also ich war bei der Armee in Strausberg im Grundwehrdienst und war, wie soll ich sagen, wie so ein sturer Mecklenburger halt so ist, durchaus kritisch eingestellt. Wir haben in der Schulzeit auch so kritische Kulturprogramme gemacht. Da gab es ja immer das Fest der jungen Talente. Da haben wir dann immer in der Jury immer hinterher Ärger gekriegt, weil wir so ein bisschen, na, regimekritisch wäre jetzt übertrieben, aber wir haben so Naturschutzprobleme und so ein bisschen locker aufgespießt zum Beispiel mal. Da gab es dann schwerwiegende Diskussionen. Ist jetzt nichts passiert, aber da hat man schon gesagt, oh, was hauen die da raus und so. Also wir waren schon so ein bisschen kritisch eingestellt, aber jetzt systemfeindlich wäre jetzt übertrieben gesprochen, ne? Also das nicht, aber wir haben uns dann schon, muss ich sagen, auch sehr gefreut. Erstens habe ich mich sehr gefreut, dass ich war nun gerade in der Armee, dass da kein Schuss gefallen ist. Also wir haben im Oktober, weiß ich noch, haben wir gedacht, oh, wer weiß, wenn die uns jetzt nach Berlin schicken. Wir waren jetzt keine Kampftruppe in dem Sinne, sondern die Hauptnachrichtenzentrale vom Verteidigungsministerium. Deswegen war die Gefahr nicht so riesig wohl. Aber wir haben natürlich alle gedacht, was machen wir denn da, wenn sie uns jetzt auf den LKW laden und nach Berlin fahren, an die Grenze. Hätte ja alles kommen können, wusste keiner. Also da hatten wir schon ein bisschen Schiss vor, dass sowas passiert, weil das wollte ich auf keinen Fall, dass wir als Deutsche auf andere Deutsche schießen oder sowas, oder die eigenen Leute sogar noch im eigenen Land beschießen. Das wäre natürlich dramatisch gewesen, und das hätte ich auch nicht machen können. Ich weiß noch, dass bei der Musterung für die Nationale Volksarmee, die wollten mich an die Grenze schicken, Grenztruppen, wo man dann ja tatsächlich Republikflüchtlinge hätte zumindest anschießen müssen wohl, wie man, das wusste man ja alles nicht so offiziell, aber durchs Westfernsehen war das ja bekannt. Und da haben die mich gefragt, das weiß ich noch, haben mich praktisch prüfen wollen und haben gesagt, ja, was würden Sie machen? Ihr Bruder rennt jetzt da an der Grenze rüber, würden Sie dann auf den auch einen Schuss absetzen? Ich sage, nein, auf keinen Fall. Damit war das Gespräch erledigt und ich wurde nicht zu den Grenztruppen einberufen, zum Glück. Ja. So, das war schon mal sehr gut. Also für uns die Wende dann, wie sie kam, und das war toll. Ich war dann auch bei Demonstrationen dabei, aber später, weil wir ja bis November praktisch, ich war ständig im Objekt und hatte wenig Ausgang, weil ich dort Cheffahrer war und habe so einen alten Bartburg da rumgekutscht, den Oberst, den Chef der Einheit, und kam kaum raus. Aber ich habe das von Strausberg aus sehr intensiv verfolgt, auch diese große Demonstration, die erste am 4. November 89 auf dem Berliner Alexanderplatz. Das war schon beeindruckend, diese Menge zu sehen. Und ich wäre gerne da gewesen. Ich wäre auch am 9. gerne zur Grenze nach Berlin gefahren. Da war ich aus dem Armeeobjekt ausgebüxt, wie ich das so oft gemacht hatte, mit Zivilklamotten über den Zaun, und habe meine Freundin damals, die ich mir da geangelt hatte, in Strausberg besucht. Und dann haben wir überlegt, fahren wir da rüber jetzt zur Grenze, als es dann hieß, Bornholmer Straße, kommt man jetzt ohne Ausweis rüber. Aber ich habe mich nicht getraut wegen des Rückwegs. Ja, ja. Weil wir hatten ja keine Personalausweise, da wäre es nicht aufgefallen, aber wir hatten nur Wehrdienstausweise. Ja. Und den hätte man auf dem Rückweg mindestens zeigen müssen. Deswegen habe ich mich dann am Ende nicht getraut, die 45 Minuten bis zur Grenze in Berlin zu fahren und da mal rüber zu gucken. Das wäre natürlich ein Erlebnis gewesen, aber wusste ja keiner, wie es ausgeht am Ende. Ja, da waren wir uns gar nicht so weit weg räumlich, denn ich habe ja hier in Berlin zu dieser Zeit beim Wachregiment gedient. Meine Frau war im Übrigen am 9. bei mir zu Besuch und ich hatte tatsächlich Ausgang. Mhm. Und die ist dann am 10. tatsächlich rüber hier in West-Berlin, hat eingekauft und ja, kam dann halt mit einem riesen Beutel zurück. Also daran erinnere ich mich auch noch deutlich. Aber ich will mal auf das Politische zurückkommen, auf den politischen Werdegang von dir. Ich möchte allerdings auch vorher vielleicht noch ganz kurz sagen, dass ich sagte ja vorhin, zu DDR-Zeiten relativ unpolitisch war. Ich bin dann ja zum Studium gekommen, zum Jurastudium. Und während dieser Zeit habe ich mitbekommen, dass es so Studentenverbindungen gibt. Und mich hat beispielsweise politisch doch diese Studentenverbindung, diese Burschenschaft sehr geprägt. Also dieses nationale Denken, dieses freiheitliche Denken, was ja aus der Entstehungsgeschichte der Burschenschaften herrührt.
Und mit Ende meines Studiums hatte ich tatsächlich eine gefestigte politische Einstellung, die sich, meine ich, auch bis heute nicht wesentlich geändert hat. Also nicht nationalistisch, sondern eher freiheitlich gedacht. Und gerade dieses Freiheitliche oder der, ja, wie soll ich sagen, die Einschränkung von Freiheit, von freiem Denken, das haben wir ja nicht erst seitdem Frau Merkel an der Regierung war, das gab es ja vorher auch schon, also nicht in der Stärke, wie wir es jetzt haben, aber zum Teil eben doch schon. Und das hatte mich zumindest damals animiert, Anfang der 2000er in die Schill-Partei einzutreten, die ja damals doch einen relativ großen Aufschwung in Hamburg hatte. Und was ja aber auch relativ schnell wieder zusammengebrochen ist, die Ursachen wollen wir heute nicht erforschen. Dann gab es den Bund Freier Bürger, das war eine Ausgliederung der FDP. Das war für mich auch alles höchst interessant, habe mich dort aber auch nicht weiter engagiert. Naja, und dann war ich halt 2 Jahre in der FDP von 2010 bis 2012. Hatte mit Christian Lindner da ein Gespräch und hatte meine Meinung zur Entwicklung der FDP dargestellt, dass sie also national liberaler werden müsse in Anlehnung an die Entwicklung der FPÖ. Und Christian Lindner sagte mir damals bei dem Mittagessen, als ich als Landrat für die FDP kandidiert habe, nein, wir müssen mehr wieder zurück zum Sozialliberalen. Und da war für mich die FDP dann gestorben. Meine Frau war höchst glücklich darüber, dass ich endlich, ich war Stadtvertreter, Ratsherr heißt das bei uns in Neubrandenburg, Fraktionsvorsitzender einer gemischten Fraktion. Und die war höchst glücklich, dass ich aus der Politik wieder ausgestiegen bin. Und dann kam 2013, die Wahlalternative 13. Da habe ich natürlich schon wieder geliebäugelt, aber ich bin dann auch erst tatsächlich 2014 in die AfD eingetreten, weil bis zu diesem Zeitpunkt war es ja doch tatsächlich so, dass sich rechts der CDU eine Lücke aufgemacht hat durch die jahrelange merkelsche Politik. Jetzt haben wir von dir gerade gehört, dass du schon zu DDR-Zeiten doch kritisch gewesen bist. Aber wie bist du sozusagen, wie war deine Entwicklung hin zu der Entscheidung, jetzt trete ich in die AfD ein? Warum bist du in die AfD eingetreten? Du warst ja auch einer der Ersten in Mecklenburg-Vorpommern, die dabei waren, 2013 schon. Und das ist, glaube ich, interessant. Also wie kommt man dazu, erstmalig in eine Partei, und das war ja, glaube ich, deine erste Partei, erstmalig dort einzutreten. Und die Frage schließt sich an, was hast du eigentlich vorher gewählt, bevor es die AfD gab? Ja, also ich will mal auf den Anfang noch zurück, weil du sagst, so diese nationalen Gedanken waren wichtig, und ich glaube, das ist genau einer der Unterschiede, die uns so ein bisschen unterscheiden vom Westen, von der Westsozialisation, dass wir immer aufgrund auch des Mangels und der Abgeschnittenheit vom Westteil unseres Vaterlandes immer uns danach gesehnt haben. Also diese Sehnsucht nach der nationalen Einheit und dem vereinigten Vaterland und einer gemeinsamen Besinnung sozusagen auf die eigene kulturelle Identität und auch politische Identität, das war, glaube ich, was uns getragen hat zu großen Teilen. Also nationale Einheit, das sieht man in unserer Generation eigentlich im Osten sehr schön. Wann immer man so Gleichaltrige trifft, so die so um die, ich sag mal, zwischen 45, 55 sind, da fallen wir, glaube ich, so ungefähr rein, dass die ähnlich ticken in dieser Frage. Also dieses nationale Element, das Vaterland hochzuhalten, und der zweite Teil, dieser Freiheitsgedanke. Ganz elementar. Entschuldigung, wählen uns deshalb auch so viele im mittleren Alter? Absolut, also, davon gehe ich aus. Also sind ja hauptsächlich Menschen, die im Leben stehen, im Berufsleben stehen, Familie haben und meist ja auch männlich, glaube ich. Ja? Also das glaube ich schon. Das ist so ein Gedanke, der uns eben alle geprägt hat. Und dann haben wir ja auch gesehen, genau unsere Generation hat gesehen, den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie oder Freiheit, sage ich mal noch offener. Dass 89 eben plötzlich wir dieses Regime dieser altstalinistischen, senilen Typen da, sozusagen, dass wir die von uns geschüttelt haben, und plötzlich stand uns die Welt offen. Wir konnten einen beruflichen Weg einschlagen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir konnten reisen, wohin wir wollten, was ich auch ausgiebig gemacht habe. Man hatte viele neue Chancen und hat sozusagen festgestellt, dass plötzlich alles geht. Und
man konnte frei diskutieren, frei von der Leber weg. Das hat damals funktioniert. Und dann haben wir gesehen, und da komme ich jetzt sozusagen zur Entwicklung, auch der politischen Entwicklung für mich, dass man gesehen hat, dass diese Freiheit, die anfangs wirklich da war, und da hat ja auch jeder den anderen respektiert mit seiner anderen Meinung. Das waren völlig verquere Typen, die wir da in der Uni beispielsweise hatten. Aber das hat nicht gestört. Ne? Man hat das diskutiert immer wieder und ist trotzdem am nächsten Tag gemeinsam zur Uni gegangen und hat zusammen weiter gelernt und Spaß miteinander gehabt. Also das hat der Sache überhaupt keinen Abbruch getan. Das ist sozusagen der Urgedanke von Freiheit und Demokratie, dass man miteinander Argumente tauscht, aber sich trotzdem deswegen nicht in den Haaren liegt, sondern einfach da versucht, die besten Argumente zu finden. So, und dann haben wir festgestellt, so mit zunehmender Dauer, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, irgendwie dieses politisch korrekte Korsett immer enger wurde. Es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich Meinungen verboten waren, das kann man ja nur nicht sagen, aber man hat gemerkt, dass man aneckt, wenn man so ein bisschen rausragt aus dem Mainstream. Und das wurde aus meiner Sicht immer stärker, hat mich dann auch zunehmend auch beim Radio aufgeregt. Ich bin ja dann Anfang der 90er habe ich beim Radio angefangen und bin dort Moderator gewesen und habe dann irgendwann festgestellt, nachdem es anfangs völlig frei war, dass irgendwie man sich angepasst hat irgendwie. Ne? Dass man in Redaktionskonferenzen sehr vorsichtig war und gedacht hat, oh, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich in der Minderheitenposition. Dann so geht es vielen, denke ich. Das ist so diese auch so ein bisschen so diese Schweigespirale. Also konkrete Vorgaben gab es da Nein, die gibt es auch heute nicht. Aha. Also heute ist es, glaube ich, eher das Phänomen, dass viele Journalisten eben linksgrün orientiert waren von Anbeginn, dass diese, ich sag mal, diese Denkschiene, diese Leute gehen eher in den Journalismus, glaube ich. Mhm. Dass viele Konservative machen Ingenieurwesen oder sonstige Dinge, gehen zur Polizei oder dies und das und machen eher handfeste Sachen, BWL vielleicht. Die sind nicht so in dieser medialen, künstlerischen Schiene oftmals unterwegs, würde ich jetzt mal so als Theorie in den Raum stellen. Aber es gibt keine Vorgaben von oben, wenngleich natürlich auch versucht wird, auch hier und da rein zu regieren. Beim Privatsender eher weniger, bei öffentlich-rechtlichen Sendern dann eher schon mal, da wird ja dann der Rundfunkrat wird ja dann parteipolitisch instrumentalisiert, wenn es um die Intendantenwahl geht und so weiter und so fort. Also da findet schon eine gewisse Beeinflussung statt, aber nicht, dass da jemand anruft und sagt, das dürft ihr so nicht machen oder so, das nicht. Also es ist mehr Selbstzensur, das, was in der DDR auch im Grunde schon oft funktioniert hat. So, und diese Probleme, diese Einengung und des Weglassens von Teilwahrheiten, beispielsweise in der Presse, haben mich dann dazu bewogen, auch unzufriedener zu werden. Und dann kam hinzu, dass das mit dem Antritt Merkels als Kanzlerin, die ja vorher ganz anders getickt hatte, ja, da plötzlich ein Kurs gefahren wurde, der völlig nach links weggerutscht war und immer weiter nach links rutschte. Mhm. Und das merkte man. Also wenn man bürgerlich-konservativ tickt, dann hatte man im Grunde keine Heimat mehr. Das war, die CDU war aus meiner Sicht dann schon, März war weg. Und Merkel hat dann Leute um sich geschart, die eben eher schon auf der links-grünen Schiene tickten, mehr und mehr, sodass die Konservativen in der Union gar nicht mehr durchdrangen, die es natürlich noch gab. Aber die waren dann eben auch an den Rand gedrängt. Dann gab es noch die FDP, wo man gewisse Hoffnung hatte. Das hattest du ja schon kurz beschrieben. Aber auch das ging im Grunde schief. Haben wir dann spätestens bei der Euro-Staatsschuldenkrise gesehen, dass die da auch nicht willens sind, einen anderen Kurs zu fahren. So, also damit ist die Frage schon beantwortet. Ich war eher auf der bürgerlichen Schiene unterwegs, CDU gewählt, FDP gewählt. Und irgendwann hat man da die Möglichkeit nicht mehr gehabt, die Stimme zu geben. Und so, dass die Unzufriedenheit sehr groß war. Und dann war ein Anlass, ich bin ja auch studierter Volkswirt und habe mich tierisch aufgeregt über dieses nicht funktionierende Vorgehen in der Griechenland-Krise, dass man also da entgegen der Bestimmung, die man ja eigentlich vereinbart hatte bei der Euro-Gründung, da hat man ja mal gesagt, wir werden niemals für die Schulden anderer Länder haften, eine Aussage der CDU auch auf Wahlplakaten, und dann fing es plötzlich an, oh, wir müssen doch haften, sonst fliegt uns alles auseinander. Und das war der erste Sündenfall, der begangen wurde. Und auch mit ja einer der Gründe war, warum dann die AfD auf den Plan getreten ist.
beziehungsweise vorher ja noch als Plenum der Ökonomen und dann die Wahlalternative. Und als die auf den Plan kamen, damals von Ökonomen ja auch im Prinzip angeführt, habe ich gesagt, jawohl, die haben völlig recht, das geht so nicht. Wir können nicht sozusagen hier für andere Länder haften. Und das war der konkrete Anlass. Da habe ich gesagt, da mache ich mit. Und dann stellte sich heraus zur Gründung der AfD, dass auch die anderen Punkte eigentlich vollkommen reinpassen. Das war ein durchweg bürgerlich-konservatives Programm. Das ging schon auch zu einer kritischen Einwanderungspolitik hin, dass wir keine Einwanderung in die Sozialsysteme haben wollen, dass wir eine vernünftige Energiepolitik haben wollen und nicht diese 180-Grad-Wende von Merkel nach Fukushima beispielsweise. Das waren ja auch Dinge, die kurz vorher passiert waren. Also von daher war die Gemengelage klar, da musste man einfach mitmachen und das war ja auch richtig so. Ja, ja, wir haben glaube ich, auch so ein Stück weit gerade herausgearbeitet, dass die Menschen, die im Osten leben, aufgewachsen sind, gerade die mittleren Alters, wie wir es beide sind, doch ein Stück weit anders ticken als die im Westen. So, nun war ja immer die große Aufgabe auch der Politik, diese territoriale Wiedervereinigung auch in den Köpfen der Menschen irgendwann mal hinzubekommen, was sich ja schwieriger darstellt, als man anfänglich gedacht hat. Und wir als AfD, wir begreifen uns ja, obwohl wir ja unterschiedliche Erfolge in Ost und West feiern, ja doch als gesamtdeutsche Partei, bis auf Jörg Meuthen, den es ja heute nicht mehr in der Partei gibt, der ja gemeint hat, man könne ja mal darüber nachdenken, eine Ostpartei und eine Westpartei draus zu machen. Aber darüber will ich gar nicht mehr reden. Ich möchte gerne lieber darüber reden. Was sind eigentlich die Ursachen, warum die AfD gerade im Osten so erfolgreich ist? Wir selbst sind ja 2016, meine ich, war die Landtagswahl angetreten, haben dort auch in Mecklenburg-Vorpommern uns den vorangegangenen Wahlen im Osten, also in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen, sozusagen vom Ergebnis her angeschlossen mit, glaube ich, 20,8%, 20,8%, glaube ich, waren es damals, sind wir da eingezogen. Was mich, das muss ich ehrlich zugeben, auch so ein Stück weit überrascht hat, dass wir im Osten so erfolgreich waren. Seitdem leisten wir ja parlamentarische Arbeit in den Landtagen. Inzwischen sitzen wir in allen Landtagen, wir sitzen im Bundestag und trotz der Unkenrufe der Altparteien sind wir ja auch mit einer doch recht gehörigen Stärke zumindest wieder zweistellig in den Bundestag eingezogen, wo wir beide ja nun jetzt auch schon in der zweiten Legislatur hier sitzen. Aber nochmal die Frage, ist das Konzept der AfD, was ja im Osten Deutschlands, in Mitteldeutschland sehr, sehr erfolgreich scheint, kann man dieses Konzept eins zu eins sozusagen auf den Westen übertragen? Ist das, was die AfD hier im Osten vertritt, vielleicht anders zu artikulieren im Westen? Wie können wir als AfD im Westen erfolgreicher sein? Können wir überhaupt als AfD im Westen erfolgreicher sein? Oder sind dort quasi, sozialgesellschaftliche Grenzen gesetzt? Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns in der AfD mehr und mehr beschäftigen sollte, weil wir wollen ja gerade eben nicht diese Grenze in den Köpfen haben, sondern wir wollen ja tatsächlich, weil wir sind ja auch eine national denkende Partei, wir wollen ja, dass wir in Einheit sozusagen gemeinsam durchs Leben gehen. Also kann der Westen vom Osten lernen, also sowohl gesellschaftspolitisch als auch parteipolitisch? Das kann er schon. Also vorab, die Meuthen-Idee war natürlich großer Schwachsinn. Das habe ich da auch offen gesagt. Das ist natürlich, kann unser Ziel nicht sein, jetzt wieder das Land zu spalten, quasi, indem man die Partei spaltet. Ich glaube, es ist so, dass der Westen was vom Osten lernen kann. Nämlich durch unsere Sozialisation sind wir einfach
feinfühliger im Osten, im Durchschnitt jetzt mal gesprochen, sensibler für Missstände der Gesellschaft. Wir reagieren allergisch, gerade in unserer Altersgruppe sozusagen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, auf Bevormundung von oben. Dass sozusagen die Regierung uns bevormundet, das können wir einfach so nicht ab und drücken das eben auch deutlicher aus, weil wir kennengelernt haben, wie es ist, wenn man sich deutlich ausdrückt 1989, da kann man auch was erreichen. So, und wenn man unzufrieden ist, dann wählt man eben die Partei, die genau diese Themen aufgreift, und wir haben sie ja angesprochen. Das ist völlig klar. Wir haben das Problem im Westen. Das Problem ist nicht programmatisch. Programmatisch sind wir eine gesamtdeutsche Partei. Die Themen treffen überall auf offene Ohren. Mhm. Nur quantitativ ist es ein Unterschied. Wir haben ja auch super Ergebnisse gehabt in Baden-Württemberg mit 12% oder 15% hatten wir auch schon mal. Ich glaube 15% sogar in Baden-Württemberg bei der vorletzten Landtagswahl. Also man sieht das schon, dass das funktioniert. Nur ich glaube einerseits, erstens im Westen ist man unkritischer den Medien gegenüber. Man nimmt das alles für bare Münze, was einem im Fernsehen geboten wird, beziehungsweise was weggelassen wird. Also man glaubt oftmals dem, was da gesagt wird. Das ist im Osten in unseren älteren Schichten, sage ich mal, jedenfalls nicht der Fall. Da ist man grundsätzlich kritisch und beäugt das entsprechend. Das ist im Westen weniger der Fall. Und der Wohlstand ist natürlich im Westen im Durchschnitt größer, muss man auch sagen. Den Leuten ging es in den letzten Jahren relativ gut, sodass man sich mit Politik gar nicht befasst hat. Das heißt, man erkannte die Probleme oftmals gar nicht, während im Osten ja in vielen Regionen schon durch den weniger vorhandenen Wohlstand, durch mehr Arbeitslosigkeit, geringeren Lohn und schlechtere Bedingungen insgesamt, da eher kritischer eingestellt war. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Das wird sich aber über die Zeit auswachsen. Wir müssen da nur die Linie halten und immer wieder auch sensibilisieren für die Phänomene, die man übrigens im Westen jetzt ja auch feststellt, auch gerade in Bezug auf die AfD, was zum Beispiel Mitglieder angeht, die im öffentlichen Dienst sind, die jetzt rausgemobbt werden sollen. Wir haben ja Staatsanwälte bei uns an Bord, die Berufsverbot kriegen. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern bei uns in der Heimat soll jetzt die Landesregierung prüfen, ob man nicht Mitglieder der AfD aus dem öffentlichen Dienst entfernen kann. Und da sieht man doch, wie weit wir schon wieder gekommen sind, dass solche Gedanken kommen von den vermeintlichen Demokraten, die sich hier massiv undemokratisch verhalten. Wir kennen das ja aus dem Bundestag auch. Da gewährt man uns den Vizepräsidenten nicht, wir kommen in die Kontrollgremien nicht rein, bekommen keine Ausschussvorsitze und. Das ist alles etwas, was einen gelernten Ossi natürlich noch mal mehr aufregt, weil der das schon mal erlebt hat und sagt, da wollen wir nicht wieder zurück. Und ich glaube, dass das im Westen auch klar, den Menschen klar werden wird, mehr und mehr, aber dass wir da einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ja, du sprachst gerade an, das Demokratieverständnis derer, die jetzt gerade an der Macht sind. Sie bezeichnen sich ja selbst als demokratische Parteien und uns sozusagen schließen sie dabei aus. Nun kann man sagen, nicht überall, wo Demokratie draufsteht, ist auch Demokratie drin. Wenn wir uns an die DDR erinnern, an die Deutsche Demokratische Republik, da glaube ich, gibt es keine Zweifel daran, dass das eben ein autoritäres System gewesen ist. Aber ich möchte nochmal einen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben ja jetzt in die Vergangenheit gesehen, wir haben so ein Stück weit die Gegenwart ausgewertet. Wir haben ja bei den Linken beispielsweise im Osten gesehen, dass die ja zunächst als SED Folgepartei, nicht Folgepartei, es ist ja die SED, umfirmierte SED, dass die ja zunächst auch gemieden wurde. Die hatten dasselbe Problem mit dem Vizepräsidenten hier im Bundestag, sind dann nach und nach sozusagen dahin gekommen, dass man sie heute auch als demokratische Partei bezeichnet. Sei es drum, die sitzen also tatsächlich in einigen Regierungen, jedenfalls bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl sie erhebliche Verluste gehabt haben. Aber sie haben es geschafft, Regierungspartei zu werden. Und wir haben ja als AfD auch den Anspruch, irgendwann mal jedenfalls mitgestalten zu wollen, lieber früher als später. Wenn das so weitergeht,
gehen sollte, wie es jetzt weitergeht, also Verfassungsschutzbeobachtung, Entfernung aus dem öffentlichen Dienst und so weiter, siehst du trotzdem die Chance, dass wir irgendwann einmal in Regierungsverantwortung kommen könnten? Und wenn ja, wo kann sowas beginnen? Ist es der Osten? Wahrscheinlich ist es nur der Osten, wo sowas beginnen kann, wo sozusagen die Knospe sprießen kann, um dann möglicherweise auf den Westen überzugehen. Also die Frage ist, wo stehen wir 2030 beispielsweise? Gibt es uns da nicht mehr? Oder sind wir die große Volkspartei, die wir ja eigentlich sein wollen? Naja, also ich glaube und hoffe, dass es uns geben wird 2030 und dann wahrscheinlich auch in Regierungsverantwortung, zumindest in Ländern. Ob das im Bund schon möglich sein wird, ich meine, 8 Jahre ist keine so lange Zeit. Aber auf Länderebene halte ich es für möglich. Und es gibt ja Gespräche hinter den Kulissen, auch mit anderen Kräften, sage ich mal, in der ehemals bürgerlichen CDU beispielsweise. Es gibt ja die Konservativen dort auch noch, die da mit der Faust in der Tasche sozusagen sitzen und auch wollen, dass die Dinge sich ändern. Wir sind eigentlich in einer komfortablen Lage. Die CDU ist total nach links gerutscht, macht jetzt, am liebsten wollen sie ja Jamaika machen mit den Grünen zusammen oder nur mit den Grünen. Wir haben ja sogar in Mecklenburg-Vorpommern eine Jamaika-Opposition. Also das ist völlig, völlig merkwürdig, was die Leute da so treiben. Aber es gibt eben ein paar Konservative und ich habe die Hoffnung, dass die erkennen, dass konservative Politik nur noch mit der AfD möglich sein wird. Denn würde es die AfD nicht mehr geben, würde die CDU ja noch weiter den Linken, Grünen und Sozis auf den Schoß rutschen, weil dann keine Gegenkraft mehr auf der rechten Seite des politischen Spektrums mehr da wäre. Und das ist natürlich den Konservativen in der Union, glaube ich, bewusst. Und ich glaube auch, dass viele sagen, wir brauchen ja eine Alternative für bürgerliche Politik. Die sagen mir dann natürlich auch hinter vorgehaltener Hand, aber ihr müsst eure Hausaufgaben auch machen. Ja, dann sage ich, guckt euch aber mal an mit 16 Jahren Merkel, was ihr da sozusagen selber veranstaltet habt. Aber sie haben natürlich recht, auch wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen schauen, dass wir als Volkspartei auftreten, dass wir entsprechend uns selber klar werden darüber, dass es in gewissen Positionen auch unterschiedliche Auffassungen durchaus gibt in der AfD. Das ist ja in der Volkspartei normal. Nur die, die das Jahrzehnte gelernt haben, die wissen, wie sie das sozusagen miteinander vereinen, dass sie einen kleinsten gemeinsamen Nenner bilden und das dann in der Politik eben nach außen tragen und nicht nach rechts und links völlig abweichen. So, das müssen wir lernen. Also politisch diszipliniert zu agieren, natürlich auch mehr und mehr klar zu machen und das auch gegen die Macht der Medien und der Konkurrenz, dass wir eine echte bürgerliche, konservative Kraft sind, die natürlich komplett auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Das kann doch jeder in unser Programm schauen und sieht das doch, dass da überhaupt nichts Extremistisches dran ist, sondern eigentlich das verwirklichen will, was die anderen ehemals bürgerlichen Parteien nicht mehr umsetzen wollen oder können. Das ist unser Profil, das müssen wir besser verkaufen, das muss den Leuten klar werden draußen, dass das eigentlich eine echte Alternative sein kann und muss, damit bürgerliche Politik gemacht wird im Sinne des eigenen Landes, auf demokratischem, freiheitlichen Wege, was unser Anspruch ist. Und dann denke ich, haben wir gute Chancen, dass sich dann in Mittelfrist auf jeden Fall auf Landesebene Chancen bieten. Das läuft ja auch schon auf kommunaler Ebene hier und da. Da gibt es eine gewisse Kooperation, die betrieben wird, das muss jetzt dann auf die Landesebene auch ausstrahlen irgendwann. Und wir haben dazu im Osten natürlich in erster Linie die Möglichkeiten dazu, weil wir stark sind. In Mecklenburg-Vorpommern sind wir stärker als die CDU. Schon damals 2016, auch nach der neuen Landtagswahl, sind wir stärker als die CDU. Das heißt, die Möglichkeit ist da. Wir müssen sie nur ergreifen. Ja, prima. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort für den heutigen Podcast. Wir haben also gesehen, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist, dass wir die Fahne hier hochhalten und voranschreiten, letztlich für Deutschland das Beste zu tun. Die Aufgabenliste ist lang, du hast es dargestellt. Wir stehen natürlich noch davor, einiges zu bewerkstelligen, zu bewältigen. Aber ich glaube, dass die Zukunftsaussichten, auch das hast du, glaube ich, sehr realistisch dargestellt, gar nicht so schlecht sind. Im Gegenteil, dass wir tatsächlich
als AfD zur Stärkung des konservativen Lagers ganz wesentlich beitragen können. Ja, liebe Zuhörer, ich hatte heute zu Gast live Erik Holm, den Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern und den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden hier bei mir in dem kleinen Studio im Bundestag. Das war mein erster Podcast Ostwege. Weitere werden folgen. Lasst euch überraschen, wer und was die weiteren Gäste sind hier bei mir. Ich glaube, es ist ein ganz besonderes Thema, das wir hier angehen. Und dieses Thema, glaube ich, ist nicht nur im Osten, sondern auch im Westen sehr relevant und sehr interessant. Ja. Dann darf ich mich und live sicher auch uns von euch für heute verabschieden. Bleibt uns treu und hört gerne diesen Podcast auch nach, wie alle anderen, die folgen auch. Macht's gut. Und nach dem Podcast kommt jetzt erstmal ein Pott Kaffee. Jetzt kommt ein Pott Kaffee, genau. Macht's gut, tschüssi. Tschüss.